Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny. Geht's jetzt endlich los? Jetzt geht's. Du sagst, geht's jetzt endlich mal los. Ich komme jetzt gerade vom Joggen und habe beim Joggen einen meiner Lieblingspodcasts gehört. Der Pferdepodcast? Ja, da, also den höre ich natürlich immer, wenn er frisch rauskommt, aber der kommt ja montags raus. Freitags kommt immer Baywatch Berlin, heute ist Freitag und die haben lustigerweise drei sehr unterhaltsame, lustige Fernsehtypen und die haben gesprochen über die Bedeutung von so Anheizern vor einer Show. Weißt du, also dass man so einen Anklatscher, so einen Heißmacher quasi hat, welche Bedeutung die haben, dass man quasi erst merkt, wenn man den nicht hatte, dass das Publikum dann total scheiße drauf ist, wenn die Show läuft. Also im Vergleich dazu, wenn man einen hatte. Bei uns ist es ja so, so einen Anheizer könnten wir ja auch gebrauchen, aber nicht für unser Publikum, weil wenn man da nur, ich sag jetzt mal, ein Feuerzeug dran hält, dann ballert das Feuerwerk sofort los. Die sind da, die sind empathisch, die schicken Nachrichten, die liefern emotionale Geschichten. Aber den Anheizer bräuchte man in unserem Fall für dich. What? Ja, weil heute Morgen haben wir gesprochen. Schatz, wann nehmen wir denn den Teaser auf? Nach dem Frühstück? Bevor wir heute Nachmittag nochmal spazieren gehen oder heute Abend? Deine Antwort? Heute Abend. So war's. Stimmt's? Der Don wird sehr böse sein. Ja, der Don wird heute Abend. Krächz. Und dass wir jetzt schon am Nachmittag den Teaser aufnehmen, ist nur der Tatsache geschuldet. Ach, das wird jetzt der Teaser, das wird gar nicht die Sendung. Ja, das wird der Teaser, dass du eigentlich wollten wir rausgehen, aber du warst heute Morgen zu faul, um den Teaser rechtzeitig aufzunehmen. Jetzt bist du zu faul zum Rausgehen. Davon wiederum profitiert dieser Teaser. Das ist die schmutzige Wahrheit. Das war dann jetzt auch schon der Teaser, oder? Das war der Teaser. Es wird eine schöne Sendung am Montag. Also wir haben viele spannende Themen. Eine besagte emotionale Geschichte von einer Hörerin, die erzählt, wie das Pferd quasi entschieden hat, dass die Hörerin die Käuferin des Pferdes ist. Also nicht die Hörerin hat es entschieden, dass sie das Pferd kauft, sondern das Pferd hat es entschieden. Und da wollte ich dich nämlich drauf ansprechen, das ist dir auch schon mal so gegangen, oder? Ja, war bei mir so ein kleines bisschen so, also bei Nixon. Ganz lange, nachdem ich Nixon schon hatte, haben mir Stanges gesagt, ach ja, übrigens, die Ausprobierer vor dir hat der Nixon gnadenlos in Dreck gesetzt. Das war alle, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, es waren zwei vor mir da. Bei denen hat er bei beiden gesagt, nö, also die nicht. Ja, pack, weg waren sie. Und bei mir war der total brav. Bei dir hat er das gemacht, was er am schlechtesten konnte eigentlich. Brav sein. Sich benommen. Genau. Außerdem haben wir in der Sendung ein super spannendes Interview und zwar mit dem Lutz, Feuerwehrmann außer Dienst und jemand, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, das Thema Rettung von Pferden nach Unfällen, Fachwissen darüber in die Welt zu tragen, an Fachleute weiterzugeben, an andere Feuerwehrleute, aber auch an Stallbesitzer und an Reiterinnen und Reiter. Jenny, jetzt kommt nochmal, wir machen ja oft so Wissenstests. Wenn man mit dem Pferd im Hänger auf der Autobahn einen Unfall hatte, was davon? Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund. Du weißt doch, dass Wuschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich.
Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Auf keinen Fall machen. Ausladen. Oder die Klappe aufmachen. Ja. Ich habe mit Lutz besprochen, was dann passieren kann. Oh weia. Das Fluchttier sieht, oh, da geht eine Klappe auf. Ich bin hier sowieso in der Kiste drin, wo ich eigentlich so von Natur aus nicht reingehen würde. Und In dem Moment springt das Pferd dann bei sich vorne durch die kleine Tür raus. Ne? Hängt dann halb auf der Straße, halb im Hänger drin. Oder kommt hinten ganz aus dem Hänger raus, wenn die Klappe aufgemacht wird. Und läuft dann auf die Fahrbahn, auf die Gegenfahrbahn oder verletzt Leute, die da rumstehen, die dem Tier helfen wollen. Das sind natürlich so Sachen, die man grundsätzlich vermeiden sollte. Ja, das ganze Interview mit Lutz, sehr hörenswert, am Montag in der Sendung. Außerdem, Jenny, Neues von AC/DC und Klecks. Es gibt auch noch eine Sprachnachricht, was deine Geschichte da, du trittst in einem Reiterwettbewerb gegen Kinder an. Die Kinder machen jetzt mobil. Das wird auch sehr lustig. Also es wird eine unterhaltsame Show. Freust du dich schon drauf? Es wird toll. Es wird super, ich freue mich. Und Neues von AC/DC und Klecks, weißt du, was mir da immer in den Kopf kommt? Dieses Lied, Neues aus Uhlenbusch. Uhlenbusch? Uhlenbusch. Das muss ich jetzt mal googeln, dann muss ich das in der Sendung am Montag einmal singen. Okay. Tschüss. Du siehst mich ratlos. Ich bin gespannt. Ich auch. Tschüss.